Hallöchen und herzlich willkommen zurück an einem weiteren Regentag bei Medieval Dynasty. Wir sind hier noch bei Hornikan im großen See und starten direkt da weiter durch, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar schauen wir nochmal, ob wir ein bisschen was abstauben können, bevor wir wieder losdüsen und die Aufgabe der großen Hungersnot für den Herold erledigen können. Und zwar hier hinten, guck mal. Hallo? Nicht, dass hier die Bärenhöhle ist. Hier. Salz. Oh, okay, nehme ich. Eisenerz und Bronzespitzhacke. Ja, mega. Was hast du hier noch? Bierfläschchen. Große Gürteltasche. Ach, was. Mega gut. Bisschen dunkel, aber. Okay, hier geht's nicht weiter. Ist ja cool. Ah, da liegt noch. Oh Gott. 100 Münzen. Ich habe sie bald liegen lassen. Leg mal dein Hämmerchen weg, bitte. Cool. Schade, dass schon wieder so ein schlechtes Wetter hier ist. So. Hallo. Dann würde ich sagen, wir schlappen noch kurz einmal um den See drumherum und gucken mal, ob wir da auch noch was einstecken können. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Es gibt noch einiges zu tun. Hier habe ich ja nichts übersehen, ne, im Dunkeln, außer die Flasche, an die ich nicht rankomme. Lass es. Lass die eine Pulle für den nächsten. So. Aber mal schauen, wer hier sonst noch so gezeltet hat. Schön. Aber bis jetzt sieht es noch nicht besonders üppig aus hier. Hier könntest du ein paar Beeren sammeln, aber ich glaube, da sind wir darüber hinaus. Ich hoffe, wir haben genug Dünger zu Hause. Wird sich gleich zeigen, wenn wir da wieder ankommen. So, ich denke, wir haben das Gröbste eingesackt. Ich dachte, ich habe ja schon wieder eine Kiste gesehen, aber das war wohl Wunschtraum. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in Flotopia wieder. Also zu Hause, ne? Wo ist denn überhaupt lang? Ach so, ne? Also bis gleich. Aua! Oh mein Gott!
das war knapp. Uiuiui. Junge, Junge, da haben sie mir aber nochmal ordentlich in den Arsch gebissen auf dem Weg nach Hause. Ey, da sind wir aber Gott sei Dank an unserem See angekommen. Ey. Oder? Oh, man sieht durch den Regen hier absolut gar nichts. Ich meine, unsere Fischerhütte da ganz hinten. Wir sind natürlich auf der falschen Seite vom See. Ah, aber das war egal. Ich musste die Beine in die Hand nehmen. Das war, ganz schön wolfig. Auf dem Weg nach Hause. So. Ah, guck mal. Hast du Durst? Ja, nipp mal auf den schrecken Schluck. Na. Ah. Denke heute mal nicht an die Fackel, ne? Moin, wo ist denn der Theo? Schwänzt der oder was? Hauptsache hat sie nicht den Finger gehobelt aus Versehen mal. So, jetzt war ich aber lange nicht da. Mal gucken, was hier. Oh. Ingolf, was geht ab? Lass uns mal ganz kurz gucken, was hier für Schwierigkeiten aufgetreten sind in der Zeit, wo ich nicht da war. Ah ja, die Kräuterhütte muss ich auf jeden Fall reparieren. Und die Fischerhütte braucht immer noch einen Fischerspeer. Da sollten wir uns vielleicht gleich mal um die beiden Sachen kümmern. Hm. Bräuchte wohl einen Holzstamm auf jeden Fall. Und ein Leinengarn. Warte mal, da muss ich erst. Mal hier vorbeischauen. So, ein Holzstamm. Naja, wenigstens waren sie halbwegs fleißig hier. Wie sieht's aus mit Brennholz? 86 noch. Ah, das wird langsam auch ein bisschen besser. Etwas neu eingestellt, schon funktioniert es besser. Schalen und Teller ist auch super. Und wir müssen unbedingt gleich an den Tellern, an den Fellnern vorbei. Denkt auch nur ans Essen. Um mal zu gucken, wie weit die da sind. Ich, dass wir da nochmal unter die Arme greifen müssen. Was brauchst du denn noch? Ein Stein wahrscheinlich, ne? Aber den können wir hier auch vom Weg sammeln. Ach, was machst du denn da? Kannst du nicht an der Esse arbeiten? Ah, geht doch. Fischbär, ja tatsächlich ein Stein. Sehr gut, Dalemir, du hörst auf mich. Ich merke das schon, das ist doch schon mal was. So. Kräuterhütte, da brauchen wir wahrscheinlich auch Stroh. Aber lass uns mal schnell gucken, bevor wir jetzt noch ein paar Mal hin und her rennen. Oh, wir haben auch Kohldampf. Wir müssen gleich mal was essen. Ja. Wie es aussieht, 8-mal Stroh. Moin, Lutobor. Tut auch wieder nur so, als würde er was tun. Weil eigentlich hat er ja gar kein Material, oder? Ach doch, ich glaube, der soll Bären sammeln. Da müssen wir gleich auch nochmal reingucken, ob ich das jetzt wieder umgestellt habe. Weil im Winter habe ich es, glaube ich, rausgenommen. So. Ach, wir müssen unsere Hopfensetzlinge auch noch anpflanzen. Junge, Junge, ey, was, also jetzt haben wir hier im Frühling ist immer mehr zu tun, als man schaffen kann.
erstmal unser gefundenen Kram auslagern. Speisemeuchel, nein. Kirschwein können wir verscheppern. Die gute alte Haferale. Jetzt haben wir noch eine Gürteltasche gefunden. Die kannst du eigentlich auch verkaufen. Brauchst du ja nicht, ne? Wir haben ja eine gekauft. Ganz zu Anfang. Fischspeer zum Fischen. Deine Wintersachen, die könntest du dann eigentlich auch mal wieder ablegen. Wenn wir das nächste Mal zu Hause vorbeikommen, sollten wir das mal machen. Sechsmal Dung habe ich in der Tasche. Irgendwann Bierflasche, Bierflasche, Bierflasche. So, jetzt wäre hier mal wieder noch eine. Bronzespitzhacke könnt ihr zum Arbeiten haben. Sehr schön. Was wiegt jetzt hier noch so viel? Einmal hast du noch Dung. Willst du schaufeln? Ah ja, okay. Die Hopfensetzlinge sind relativ schwer. Sehe ich gerade. Ansonsten hast du nicht viel dabei. So, du brauchst Stroh. Stroh. Ja, aber nur 8 zum Reparieren. Machen wir schnell fertig. Oh, waren nur 4 sogar. Okay. Hammer legst du weg. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas zu essen finden. Du kannst ja ein paar Eier machen auf jeden Fall. Ne, Bären sammelt er auf jeden Fall nicht. Sonst wären ja schon welche da. Ach du Jemini. Schon muss er wieder Suppe kochen, ne? Damit das Fleisch hier nochmal verarbeitet wird. Müssen wir auch noch machen. Ich glaube, heute gibt es mal Fisch. Weiß zwar nicht, ob Freitag ist. Wie viel haut denn der so weg? So. Irgendwo war ja noch ein Speisemeuchel drin. Alles klar. So. Auf die Felder müssen wir, aber wir gucken mal ganz kurz zu Hause vorbei. Was unser Bengel macht. Guck mal hier die Bäume. Da tut sich schon so langsam was. Hallo Wichbert. Hallo. Oh, du hast schon wieder was gefunden. Schon wieder ein Speisebeuchel. Dankeschön. Kannst mal nach was Glitzernem suchen. Gold und Silber. Das wäre mir eigentlich lieber. Ach, jetzt sind wir gerade zu Hause. Warte mal, ich ziehe mich mal um. Gesteppte Weste brauchst du nicht. Pelzkugel brauchst du nicht. Strud lassen wir. Ja, den setzen wir auf. Oder die Schlauchmütze. Ne, warte mal, Hitzeschutz ist da Mist. Also weg damit. Stiefel können weg. Da kannst du deine Schüchen anziehen. Und die gute Wollstrumpfhose. Dann Hemd, Hose, Schuhe. War's, ne? So. Ein Hemd. Ah ja, Doppelklick geht jetzt auch übrigens. Was ich sehr angenehm finde. Und den Strohhut, ne? Hast du alles auf dann? An? Ja.
Okay. Dann auf zu den Feldern. Mach's gut, Wiechbernd. Na. Hier hat Annas Tor kaputt gemacht. Oh Gott. Nein. Scheiße, das muss ich, glaube ich, irgendwie neu setzen. Kann das sein? Ja, da kommt er. Der Verbrecher. Medard, geh doch nicht so stürmisch hier durchs Tor. Was soll denn das? Muss ich wieder 5 Stöcker sammeln, damit das Ding hier wieder funktioniert, weißt du? So. Oh, jetzt hast du aber... Na gut, dann hast du ein bisschen mehr Spielraum, ne? Lässt mir eh wieder keine Ruhe, muss ich nachher wieder umsetzen. So, wie weit seid denn ihr hier? Hier guckt aber der Weg ziemlich blöd drüber. Naja. Wir haben ein komplettes Flachsfeld. Ein zweites komplettes Flachsfeld. Einmal Hafer. Ist auch fertig, sehr gut. Was ist hier mit los? Feld 7. Ist noch nicht fertig. Flachs Nummer 3. Und hier ist noch der Weizen drauf. Dann haben wir hier Zwiebeln, ne? Jo. Ja, Feld Nummer 7 sollten eigentlich auch nochmal Zwiebeln werden. Haben wir keinen Dünger mehr? Oder wo ist das Problem? Oder keine Säckchen? Ne, eigentlich müsste da alles da sein. Warte. Ah, ich habe Feld 7 gar nicht eingestellt. Oh. Nein, nicht das. Zurück. Das hier. Pflanzenart ändern. Zwiebeln. Ich will ganz viel Fleisch mit Soße machen. Und Kohl machen wir dann im Sommer. Einen ordentlichen Schwung. Wir haben ja noch genug da, ne? Die müssen wir jetzt erstmal noch verarbeiten. Jo, Zwiebeln ist okay. Gut, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen müsst, dann sehe ich das ein. Ansonsten ist aber hoffentlich alles da hier. Die Samboja, die muss wieder los. Hallo? Ihr macht schön Dung, ne? Und auch ihr Kleinen dann. Ihr könnt auch schon mal... Oh, guck mal, hier ist schon... Oh. Hallo? Mega gut. Jetzt noch hinsetzen, dann wäre ich begeistert. Oh, wo willst du denn hin? Ins Schweinehaus? Geht die Tür nicht auf? Mega geil. Ganz viele kleine Schweine. Jo, der ist tatsächlich schon ausgewachsen. Die zwei anderen Ferkel? Das werden zwei Säue. Dann können wir... Ich weiß leider nicht, wie alt die hier so werden, die Ebers. Die Ebers. Die Henne, glaube ich, geht...
jetzt demnächst mal auf Weltreise. Die können wir dann mal verscherbeln, die gute. So, was wolltest du machen? Wir müssen noch Essen kochen. Das mache ich aber nach der Folge. Das haben wir jetzt schon relativ häufig zusammen gemacht. Und immer die gleiche Suppe ist ja jetzt auch nicht so spannend. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns einfach am letzten Tag wieder. Dann ist vielleicht auch mal das Wetter besser. Am letzten Tag des Frühlings. Und ja, ich mache mal ein bisschen Suppe oder so. Bis gleich. So, ich habe zumindest mal alles hergetragen. Ich bin mal gespannt, ob ich mich mal wieder verrechnet habe. Aber ich glaube nicht, es könnte passen. Kann ich das überhaupt noch nehmen? Ja, okay, jetzt bin ich aber so überladen. Das geht ja gar nicht. Guck mal, wir können machen 145 Rohsuppe. Ein Träumchen. Musst du wahrscheinlich auch zweimal laufen, um die ins Lebensmittellager, beziehungsweise wir schmeißen die ins Materiallager, die sind mal wieder zum Verscherbeln. Unsere Leute essen ja ausschließlich Fleisch mit Soße. Die wollen dazu. Oh, Meister der Produktion. Hab ich schon so viel gekocht. Oh, scheiße, ich komme nicht an die Kiste dran. So, jedes Mal dasselbe mit der Kocherei, verdammt mich noch eins. Ja. Dann, was hast du denn jetzt gemacht? Hä? Ich wollte die Kohlsuppe eigentlich. Was habe ich denn gemacht? Ach so. Falsche Taste erwischt. Kohlsuppe. Ich muss die leider mal kurz hier in die Erde werfen, aber ist ja nicht so schlimm. Er ist ja vorsichtig beim Werfen. Warte. So. Ungefähr zu gleichen Teilen. Dann müssen wir die mal kurz wegbringen. Nützt ja nichts. Guten Abend, Ingolf. Was machst du denn hier? Kümmere dich um die Hühner. So. Guck mal, herrlich, oder? Ey, ich finde das so hübsch mit dem Licht. Dauert leider noch so lange, bis wir da endlich weiterkommen. Um die großen Laternen hinzustellen, ne? Da freue ich mich auch nochmal richtig drauf. Aber da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So, letzten Suppen hole ich noch, dann schlafen wir und gehen rüber in den letzten Tag. Schließlich müssen wir uns doch auch noch um die Mehlproduktion kümmern. So. Ah. Gucken wir mal, was unsere Frau wieder da veranstaltet. Der Ingolf ist ja hier. So, jetzt hast du es aber. Oh, das Hinschleppen war auch schon so eine... Also ich habe es ja schon gesagt, ne? Beim nächsten Mal. Oder vielleicht baue ich es später auch nochmal um, wenn es mir so sehr auf den Sack geht. Muss das Lebensmittellager... Oder beziehungsweise die Küche hier irgendwo in die Nähe. Muss ich mal gucken, ob wir das vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Aber jetzt passt das hier relativ schlecht rein. Vielleicht muss ich auch damit leben, aber naja, gut. So, wir wollten schlafen gehen. Auf geht's. Ah, da wohnt er. Ah, ist richtig. Ingarda macht hier akkurat sauber im neuen Haus. Ne, das muss auch in Ordnung gehalten werden. Hallo. Steht's um unser kleines Königreich? Es gibt nicht genug Handwerksmaterial im Dorf. Okay. Unterhalten.
Was beschäftigt dich im Moment? Ich habe fast mein ganzes Leben hier im Tal verbracht. Manchmal frage ich mich, was hinter den Bergen liegt. Aber etwas warnt mich zur Vorsicht. Neugierige Katzen verbrennen sich oft die Tatzen. Hast du recht, Ingarda. Hast du recht. Und ab und zu muss man auch mal drei Worte mit seiner Frau wechseln. Weißt du zwar nicht, warum die auf Wiedersehen sagt? Will sie mich rausschmeißen oder was? Passt, wir hauen uns hin. Fähig ich nicht so laut? Ich will schlafen. Ah, guten Morgen. Was ist denn der Kleine? Hm? Ach, da. Ich, Bert. Ja, penn du mal richtig aus. Der Papa geht schaffen. So. Sehr geil. Zum einen wollte ich mal gucken, dass ich die Hopfensetzlinge hier drauf bekomme. Will mal sehen, wie das aussieht. Was ist denn hier mit denen eigentlich? Oh, guck mal, die sehen aber schick aus. Die wollten wir wieder abreißen, ne? Herrlich, das ist so entspannt, wenn der Regen mal aufgehört hat. Und hier muss ich wohl selber ran, oder? Sitzt da nicht faul rum? Hier ist noch was zu tun. Was machen die denn hier eigentlich für einen Käse? Achso, der eine düngt, der andere hakt, oder was? Aber so richtig seid ihr jetzt noch nicht vorangekommen, ne? Wird schon werden. Ich guck mal eben beim Hopfen und dann kümmern wir uns noch schnell um Mehl. Habe ich ein Säckchen? Ja, ein Säckchen habe ich dabei. Plantage. Hopfensetzling. Muss ich mal gucken, wie viel ich da jetzt noch bräuchte. Okay. Ey, das finde ich gut. Mal zweite Reihe noch machen. Für alle reicht es jetzt nicht. Es geht los an die Arbeit. Gleich mal gucken, ob die weiter knüppeln. Warum geht das hier nicht? Ah. Wir haben noch 5. Okay, da kommen wir ja fast hin. War ja aber auch teuer genug. Ja, und ich weiß, ich kann mit dem Hopfen noch nicht wirklich was anfangen, aber ich finde die Plantagen so geil. Lass mich mal angucken, wie das aussieht. Und irgendwas, vielleicht können wir den auch so verkaufen zur Not dann. Ich weiß nicht, ob der ranzig wird. So, jetzt hast du noch 2. So wird es mir fast schon reichen. Da, Schwede. Wie sie wieder abgeht, die haben Dreschflegel, ne? Naja, komm, zieh's durch. Mach ein bisschen was. Wir haben es bezahlt, gekauft. Willst du auch was mit verdienen, hoffe ich. Oh, oder? Ja. Zur Not müssen wir nochmal beim Dagobert eben vorbei. Wird aber knapp hier noch. Und nochmal, wie viel passen hier noch hin? 2 oder 3? Ich würde sagen 1, 2, 4 brauchen wir noch. Zur Not nimmst du das weg hier, das sieht eh kacke aus. Auf diesem Huppel hier. Krass. Der Hopfenbauer.
Bestimmt mal ein reicher Mann, wenn er irgendwann mal auch irgendwas draus brauen kann. Ah, gut. Okay. Hier geht scharf mit Zwiebeln dann, ne? Macht das schön. Mehl. Für Edmund. Das war ja wieder klar, dass du jetzt hier rumzipperst. Mama, geh mal weg hier. Geh wieder dreschen. Machst du eher am liebsten. Was? Ach so, was für ein Mehl denn? Ich glaube, ich habe am liebsten Weizen, ne? Würde ich hier durchknallen. Schema kann ich kaufen. Alles klar. Weizenkörner. Nicht genügend Rohstoffe. Ja gut. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wie die Sambuja knüppelt, müssten wir eigentlich, müssten die Körner schon rausfallen aus dem Materiallager. Ah, Masse Kaki. So. Säckchen haben die noch genug da. Im Weizen. Weizenkörner? Wie viel Körner braucht man? Hätte ich jetzt gleich mal drauf achten sollen, ne? Aber nimmst du aber noch ein bisschen Weizen mit hier. So, zack. Mehl. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich brauchst du jetzt erstmal. Habe ich irgendwie 10 im Kopf? 10 wäre echt viel. Tu mir das nicht an. 5 Weizenkörner für 10 Mehl. Ach so. Oh, da brauchen wir doch eine ganze Menge, du. Alter Schwede, da geht ja fast unser ganzer Weizen drauf. Ach, 500 Mehl, oh Gott. Ist gut, beruhig dich wieder, wir haben genug. Ja, mal. Gut, dass ich Sambuja da drauf gesetzt habe, die knallt echt rein. So, okay, dann haben wir Mehl schon mal auf jeden Fall genug zusammen. Mist. Könnten das rüberbringen oder rüberbringen lassen. Ne? Ich bin immer noch. Muss man gleich mal gucken, ob meine Frau das wegbringen kann. Achso, dann kannst du. Dann könntest du auch alles reinpacken. Oh, nein. Aber ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, um das zu machen. So. Okay, dann habe ich, glaube ich, alles erledigt, was ich noch erledigen wollte im Frühling. Und wir könnten erstmal Schluss machen mit der Folge. Lass die 4 Stroh auch noch hier. 2 Eier hast du noch in der Tasche. Aber ich gucke nochmal ganz kurz bei meiner Frau vorbei, ob die das rüberbringen könnte. Wir haben ja genug da, ne? Ich schätze mal, das muss ich selber machen. Moin, Wichbert. Ach, scheiße, wo ist denn die? Glaubt er, dass ich nicht mal mehr weiß, was ich der für einen Job gegeben habe? Ingada. Wo ist die denn? Drückt die sich wieder? Da ist sie doch. Ach, die Jagd. Dann steht sie bestimmt in der Jagdhütte rum. Scheiße. Suchen wir mal unsere Frau auf der Arbeit. Gucken, was da so abgeht. Hier. Wird wieder durchgefegt. Ivona Ingada. Du bist die Beste. Willst du einen kleinen Schluck? Ich kann teilen. Pflaumensaft. Jawollo. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Kastellan? Kastellan? Könntest du dem Herold mitteilen, dass wir den Auftrag des Königs erfüllt haben?
Plus 150 Reputation. Natürlich, Liebes, ich bin auf dem Weg. See you soon. Nice, Leute. Fleißig ist sie. Die Ingara und nett. Und doch die richtige ausgesucht. Liebe Leute. Ich würde sagen, für die Folge machen wir erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Medieval Dynasty. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.